Hey Freunde, Hades 2 ist vor kurzem in den Early Access auf Steam gestartet und bereits jetzt schon vor dem Release der Vollversion ein absoluter Hit. In diesem Video erkläre ich euch die Grundlagen des Spiels und gebe euch ein paar Tipps, die vor allem dann hilfreich sind, wenn ihr den ersten Teil überhaupt nicht gespielt habt. Falls ihr euch Hades 2 auf Steam kaufen wollt, dann schaut gerne bei meinem neuen Partner Instant Gaming vorbei, die verkaufen nämlich Steam-Karten, die etwas leicht reduziert sind, aber vor allem unterstützt ihr mich damit. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Shop. Also Hades ist ein Roguelike-Game, das bedeutet, dass die Levels bzw. einzelnen Gebiete oder Abschnitte im Spiel immer wieder neu generiert werden. Deswegen habt ihr nie die gleichen Items oder Gegner in den verschiedenen Räumen. Außerdem ist es ein Spiel, bei dem ihr sehr oft sterben werdet. Lasst euch dadurch aber nicht demotivieren, denn Sterben ist hier Teil der Spielmechanik und treibt sogar die Story an. Einige Funktionen sind sogar nur dann verfügbar, wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Toten habt. Also, lasst euch von einem Tod nicht unterkriegen, spielt einfach weiter, lernt, wie man die Fähigkeiten im Spiel optimal einsetzt und ihr werdet merken, dass ihr mit jedem Run besser werdet. Falls Hades dennoch zu schwer für euch sein sollte, könnt ihr in den Einstellungen den Gott-Modus aktivieren. Dadurch bekommt ihr weniger Schaden von den Gegnern und gleichzeitig macht ihr auch mehr Schaden. Außerdem wird nach jedem Tod auch eure Schadensresistenz etwas erhöht. Nach jedem Tod werdet ihr in einem sogenannten Hub quasi in eurer Basis wieder erscheinen. Achtet darauf, dass ihr in den drei Räumen, die es dort gibt, immer mit allem interagiert und auch mit jedem der einzelnen Personen spricht. Vor allem mit denen, die ein Ausrufezeichen über den Kopf haben. Das bringt euch nicht nur in der Story weiter, sondern hilft euch auch, neue Dinge freizuschalten. Interagiert auch mit diesem großen Kessel hier oben, denn dort könnt ihr Zaubersprüche freischalten, mit denen ihr dann extra Boni bekommt, zum Beispiel bessere Heilung etc. Und außerdem könnt ihr noch einen Shop freischalten hier im Hub und der ist unten bei diesem Geist hier. Bei ihm könnt ihr dann verschiedene Rohstoffe kaufen, aber dazu kommen wir gleich. Ich zeige euch erstmal die verschiedenen Attacken, die wir überhaupt haben, ist ganz einfach erklärt. Also wir hätten dann den normalen Angriff, wenn ihr einen Xbox-Controller benutzt, dann müsst ihr X drücken, um den hier auszuführen. Mit bestimmten Gaben von Göttern können wir das auch noch verbessern, sodass die Gegner dann brennen etc. Und wir haben auch noch die Fernkampfattacke namens Spezialität, die könnt ihr mit dem Y-Knopf dann ausführen. Und die ist eben für Fernkampfattacken, wenn die Gegner weit entfernt sind. Wenn ihr B drückt, dann erscheint ein Bannkreis, der bewirkt, dass Gegner sich darin nicht mehr bewegen können und ihr könnt sie einfach attackieren. Diesen Bannkreis kann man ebenfalls verbessern, genauso wie die Fernkampfattacke. Auf dem A-Knopf habt ihr den Dash. Damit könnt ihr ausweichen, euch hinter Gegner teleportieren und nicht nur das, während ihr den Dash ausführt, seid ihr kurz unverwundbar. Also macht es auf jeden Fall Sinn, den öfter zu benutzen. Dann haben wir noch Super-Attacken, wenn ihr X gedrückt haltet, je nach Waffe kommt da etwas anderes und die Y-Super-Attacke ist natürlich wieder eine Fernkampfattacke und das ist dann auch wieder je nach Waffe komplett eine andere Attacke, aber zu diesen ganzen Waffen kommen wir später. Ihr solltet auch schön die Umgebung im Auge behalten, denn diese ganzen Bäume, die hier überall rumstehen, könnt ihr zerschmettern und auf die Gegner schleudern. Das macht immens Schaden und ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Jetzt schauen wir uns die ganzen Skills an, denn die befinden sich im nächsten Raum ganz am Anfang. An diesem Punkt hier könnt ihr Skillkarten freischalten und ausrüsten und zuerst sind es nur wenige, aber je nachdem wie viele ihr aufdeckt, desto mehr werden auch verfügbar. Um so eine Skillkarte freizuschalten, brauchen wir eine Ressource namens Asche. Wie viel Asche ihr für welche Skillkarte benötigt, wird euch immer unten angezeigt. Über jeder Skillkarte habt ihr noch eine Zahl mit einem grünen Symbol und das zeigt einfach an, wie viel Slots diese Karte verbraucht. Ich habe jetzt hier 0 von 20 Slots, auf der rechten Seite sieht man das. Und wenn wir jetzt diese Karte hier auswählen, dann haben wir 3 von 20 Slots benutzt. Jetzt können wir noch Karten im Wert von 17 Slots ausrüsten, bis das Ganze voll ist. Wie kann man diese Slots erweitern? Das ist ganz einfach, wir brauchen eine weitere Ressource namens Psyche. Und wenn wir genug davon haben, am Anfang braucht man nicht so viel, aber später werden es dann immer mehr, in meinem Fall hier 150, was man unten sehen kann, dann können wir immer diese Slots erweitern. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz schnell, welche Arcana-Karten ich bis Stufe 21 ausgerüstet habe. So, und nun kommen wir zu den Ressourcen Asche und Psyche. Ich zeige euch, wie ihr sie bekommt. Also, euch ist bestimmt aufgefallen, dass ihr im Spiel nach jedem Gebiet eine Auswahl an Türen mit verschiedenen Symbolen habt. Und dieses graue Symbol hier zeigt euch an, dass die Belohnung im nächsten Raum Asche ist. Das beige Symbol bedeutet, dass die Belohnung die Ressource Psyche ist.
Übrigens könnt ihr Asche und Psyche auch beim Händler im Wegekreuz kaufen, dafür braucht ihr aber wieder eine andere Ressource namens Knochen. Die findet ihr auch ganz normal im Spiel in den Türen. Was ich in meinen ersten Runs jetzt gemacht habe, ist einfach immer die Türen mit der Asche zu wählen, damit ich schon mal mehrere Arcana-Karten überhaupt freischalten kann. Dann habe ich mich auf die Psyche konzentriert, um mein Kontingent zu erhöhen. Sprich, das Ganze zu upgraden, um mehr Karten tragen zu können. Somit habt ihr schon mal ein gutes Grundgerüst an Fähigkeiten. Und wenn wir jetzt von dieser Stelle weiterlaufen, kommen wir auch zu den Waffen, die wir auswählen können. Als erstes hätten wir dann den Hexenstab, den müsst ihr nicht freischalten, den habt ihr direkt zu Beginn des Spiels, mit dem fangt ihr an und es ist eine Fernkampfwaffe. Dann hätten wir noch die Schwesternklingen, die müsst ihr freischalten für ein Silber. Und Silber bekommt ihr auch hier im gleichen Menü, wenn ihr auf den nächsten Tab geht. Ihr müsst einfach nur die Spitzhacke freischalten und dann könnt ihr in den ganzen Levels eben Silber abfarmen. Die nächste Waffe ist hier die Schattenflamme. Ich habe vergessen, was man dafür braucht. Auf jeden Fall ist es auch wieder eine Fernkampfwaffe, die ziemlich interessant ist, obwohl ich sie nur ein, zweimal benutzt habe. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und am Ende könnt ihr euch ja selber entscheiden, welche Waffe ihr haben wollt. Die Mondsteinaxt ist eine riesige Zweihandaxt und sie macht immensen Schaden. Dafür ist sie natürlich auch viel langsamer als zum Beispiel die Zwillingsklingen, aber ihre Attacken sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus, vor allem der Wirbelwind. Ihr könnt sogar Attacken blocken, indem ihr euren Spezialknopf gedrückt haltet, das ist auch sehr cool. Die letzte mir bekannte Waffe ist der silberne Schädel. Der ist auch ziemlich cool, aber den werdet ihr wahrscheinlich erst am Ende des Spiels freischalten. Also ihr müsst einige Zeit im Spiel verbringen, um das hier zu bekommen. Und ihr feuert explosive Totenköpfe ab, die müsst ihr wieder einsammeln, denn ihr habt nur 3 Munition. Und ja, wenn ihr die nicht mehr einsammelt, dann habt ihr eben keine Angriffe mehr sozusagen. Nun zurück zum Spiel. Also die verschiedenen Räume, die ihr im Spiel auswählen könnt, haben ja verschiedene Symbolen. Asche und Psyche habe ich euch schon erklärt. Aber es gibt zum Beispiel noch das Herzsymbol. Das bedeutet, dass im nächsten Raum die Belohnung ein Zentaurenherz ist, welches eure Gesundheit um 25 erhöht. Das solltet ihr zumindest am Anfang des Spiels mindestens einmal machen. Es gibt natürlich noch viele andere Symbole, die zu viel für dieses Video sind, die werde ich in einem anderen Guide erklären. Aber ganz wichtig zu erwähnen sind die Göttergaben. Ihr habt nämlich zum Beispiel hier dieses Symbol hier und das bedeutet am Ende dieses Raums bekommt ihr von einem Gott eine Belohnung, welches eine eurer Fähigkeiten verstärkt. Kann entweder die Nahkampf- oder die Spezialfähigkeit sein, je nachdem, das ist immer zufällig, was da passiert. Und mit diesen Fähigkeiten baut ihr eben euren Bild auf. Und mit diesen Göttergaben werdet ihr natürlich auch von Raum zu Raum stärker, weil ihr neue Spezialfähigkeiten erlernt bzw. Effekte für eure vorhandenen Fähigkeiten. Aber ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ihr diese ganzen Fähigkeiten verlieren werdet, sobald ihr sterbt. Das gilt auch fürs Gold. Alles ist weg, wenn ihr tot seid. Das Einzige, was ihr behalten werdet, sind die Ressourcen wie Asche oder Psyche. Bedeutet also, dass ihr euren Bild komplett wieder neu aufbauen müsst im nächsten Run. Ihr startet also wieder mit euren normalen Attacken und habt keine verbesserte Version. Also müsst ihr erneut alle Räume abgrasen, damit ihr wieder eure Göttergaben bekommt. Der Vorteil dabei ist, dass jeder Run anders ist, weil ihr immer verschiedene Fähigkeiten, also zufällige, bekommt und dann auswählen könnt. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und nun kommen wir zu etwas, was auch wieder permanent ist, und zwar die Andenken, die euch verschiedene passive Buffs geben. Um diese Andenken zu erhalten, brauchen wir erstmal Nektar. Den können wir zum einen bei diesem Händler hier unten kaufen, unter dem Kessel, für 30 Knochen. Aber wir finden den Nektar auch, während wir ganz normal einen Run spielen, und zwar in den Türen mit dem entsprechenden Symbol. Und als Belohnung gibt es eben den Nektar, und den können wir dann an Götter oder an die Charaktere wie Odysseus oder Nemesis verschenken. Es gibt dann 2 verschiedene Arten von Belohnungen, entweder wird eure Basisgesundheit um 1 erhöht, oder ihr bekommt eben ein Andenken, also einen Ring, und den könnt ihr hier an dieser Stelle auswählen. Eins dieser Andenken zum Beispiel heilt euch jedes Mal nach einem Raum wieder komplett hoch. Ja, das waren so die Grundlagen, die ich euch zeigen wollte in diesem Spiel. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit Hades 2. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Fun. Und wenn euch dieser Guide gefallen hat, lasst mir gerne Feedback da und ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut und bis bald. Bye, bye.